mal wieder weiter. Bei uns läuft es derzeit richtig. Wir sind gefühlt die letzten Wochen nur am Schrauben, Zerlegen, Basteln, Tüfteln und so weiter. Ne? Heute Bike Joke. Und zwar die Stütze, die bei mir circa so anderthalb Jahre kommt hin, wenn nicht sogar ein bisschen länger, komplett im Einsatz war. Absolut problemfrei. Super Stütze. Man hat jetzt aber gemerkt, gerade da Julius sein Propane ja neuer ist und dort die Stütze demzufolge auch, dass die dann doch wesentlich geschmeidiger geht. Also Servicezeit, zumal die eh bald in den schönen Aufbau reinkommt, da darf die auch wieder richtig gehen. Alles, was wir brauchen, liegt quasi schon hier vorbereitet. Also der Rest der Stütze haben wir schon gereinigt und demontiert, was die Sattelaufnahme betrifft. Hier ist das Service-Kit, was es so ziemlich überall zu kaufen gibt. Dann zur Schmierung bzw. Fettung der neuen kann man das RSP Slick-Click nehmen oder die SRAM Butter. Da gibt es keine feste Vorgabe, habe ich vorher mal ein bisschen belesen. Dann mittelfeste Schraubensicherung, ein 13er Mausschlüssel, ein 7er Mausschlüssel, eine Sprengringzange und ein Drehmomentschlüssel sowie ein ordentliches Tuch. Da nehme ich quasi das, was ich immer für Federgabeservice und ähnliches nehme, dass dort einfach keine Verunreinigungen auftreten können. So, das soll das erstmal gewesen sein. Näheres wird sich gleich zeigen. Bei dem Service ist es laut BikeJoke nicht nötig, die Luft abzulassen. Es wird sogar ausdringlich geraten, das direkt zu unterlassen. Machen wir auch. Ich hoffe mal, dass es mindestens um die Ohren fliegt. Das wäre nicht, nicht noch mehr. Das wäre nicht das erste Mal, dass hier irgendwas um die Ohren fliegt, wie Bremsleitung oder ähnliches. Naja, wie das halt so ist. Dann holen wir die mal hier aus ihrem Käfig. Zack. Da wär's schon. So, da haben wir quasi alle Übeltäter schon zusammen. Ich mache dir mal Licht. Man sieht, wurde aktiv genutzt. Sofern man es hier drin erkennt, alles ein bisschen dreckig, wurde schön sauber gemacht. Gleiches gilt für hier, in diesem Teil. Man sieht es wunderbar, dort wo die Führungsstifte sitzen. Hat sich halt was angesammelt. Ja. So, sieht man hier ganz schön, alt und neu. Man sieht einen erheblichen Unterschied, speziell bei diesem Schaumstoffring. Der bleibt, ja, der Abstreifring, die kleinen Messingführungsstifte. Dieses Teil wird vermutlich komplett gegen das gesetzt, was früher sozusagen einfach mal eine Scheibe war und ein Blättchen ist jetzt quasi ein Bauteil. Zumindest das ist unsere Vermutung, das wird dann, denke ich mal, Näheres nachher gleich zeigen. Der Ring noch neu und hier bleibt es dann halt und halt alles frisch fetten.
der neuen Stifte, nachdem alles abgefettet ist, die sind dann quasi mehr oder weniger auch für das seitliche Spiel, welches ja nie vorhanden ist bei der Bike Joke, verantwortlich. Geht in der Regel ganz leicht. Hier muss er nur richtig ausgerichtet sein. So, mal gucken. Zack, dort war's. Alles schön ausgerichtet, das ist in dem Fall echt wichtig. Ansonsten könnte es kacke aussehen. Alle drin, die werden jetzt bloß noch nachgeschoben. Dazu kann man den kleinen Stab nehmen und dann sind die fertig. Ein Schritt etwas ausgelassen, und zwar dieser Plastering war, wie wir es gedacht haben. Er setzt in der Tat diese Kombination, exakt gleiche Maße, bloß statt zwei Bauteile jetzt ein Bauteil. Das ist dann einfach erneuert worden. Wird sozusagen einfach oben eingefädelt und dann wird er vorsichtig runtergedrückt, bis diese Nut hier wieder erscheint, wo jetzt dieser kleine Sprengring, welcher auch mitgetauscht wird, eingesetzt wird. War echt eigentlich total easy, wenn man sich die Anleitung schön betrachtet hat, und geht wieder wie am ersten Tage. Tipptopp. Ich würde sagen, Mission erfüllt. Alles getauscht, alles abgefettet, zusammengebaut. Geht super soft. Kann eingebaut werden. Patsch.